Hallo und herzlich willkommen zu einer Vor-Fansites-Facts-Folge Spezial mit dem Thema Diablo 3. Wie kann es anders sein? Das Warten hat ein Ende. Wir haben die Release-Daten für den Patch sowie auch für die neue Season. Der Patch 2.4 kommt jetzt am 13.01.2016 und die Season 5 startet dann am Freitag, den 15.01.2016 um circa 17 Uhr. Also diese zwei Daten solltet ihr euch auf jeden Fall mal notieren. Im Hintergrund seht ihr es schon. In der neuen Season gibt es natürlich viele neue Sachen zu entdecken, auch diverse Transmog-Gear-Sachen freizuschalten und dieses Mal komplett neu ein Gratis-Set für alle, die Season spielen, also alle, die sich das überlegt haben. Auf jeden Fall ist jetzt die beste Zeit, eine Season zu starten. Weiter gehen wir dann direkt mal zu den einzelnen Klassen. Das ist ja auch mitunter das Wichtigste in jedem neuen Patch. Es ändert sich sehr viel. Es kommen neue Sets rein. Also im Prinzip wurde der Großteil auch der bereits aktiven Sets überarbeitet. Sie haben neue Set-Boni und so weiter. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick auf die Klassenguides werfen. Die befinden sich direkt im Link unterhalb des Videos und dort findet ihr sogenannte Bisslisten. Also es ist eine Liste, wo ihr praktisch die Items aufgelistet habt, welche ihr unbedingt benötigt. Ihr seht auch, welche Skills ihr benötigt, um diverse Builds zu spielen. Und dann gibt es noch eine Angabe zu den legendären Edelsteinen, also was ihr sockeln solltet, damit ihr hier das volle Potenzial der Klasse ausschöpfen könnt. Aber das war natürlich noch nicht alles. Es gibt natürlich jede Menge neue Items und so weiter. Und was aber komplett neu ist, was auch jeder spielen kann, ich werde sehr oft gefragt, es geht Season sowie auch Non-Season, sind die sogenannten Set Dungeons. Was ist das? Die Set Dungeons ist das Feature aus dem aktuellen Patch. Der kommt also aus dem aktuellen Patch 2.4 für jede Klassen individuell und zwar für jedes Set individuell mit sind diverse Aufgaben zu lösen. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr einen 6er Bonus von einem Set habt, müsst ihr einen bestimmten Ort aufsuchen, dann öffnet sich ein geheimes Portal, so wie ihr es im Hintergrund seht und dementsprechend gibt es im Portal diverse Aufgaben, welche ihr mit diesem speziellen Set lösen müsst und wenn ihr das alles geschafft habt, werdet ihr am Ende mit Flaggen und Flügel belohnt. Also wen das interessiert, beziehungsweise wer auch die Zeit dafür hat, denn es ist natürlich keine leichte Aufgabe, hier 24 Sets zu farmen. Aber wer das Ganze sich antut und wer das Ganze haben möchte, für den habe ich hier den sehr, sehr wichtigen Hinweis zu unserem Guide zu den einzelnen Set Dungeons. Schaut da vorbei, bevor ihr es angeht. Glaubt mir, hier sind ein paar sehr, sehr wichtige Tipps enthalten. Natürlich hält der Patch noch einige weitere Features bereit, aber ich will euch natürlich nicht alles verraten, sondern ihr sollt ja auch selbst was entdecken und so wie mein Barbar hier im Hintergrund schon ganz, ganz ungeduldig ist auf den neuen Patch, hoffe ich, dass es auch ihr seid. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Zeit, um zu spielen und ansonsten, wenn es noch irgendwelche Vorabfragen gibt zum Patch oder auch während des Patch, einfach ab damit in die Kommentare. Ich sehe mir das natürlich gerne an und bin stets bemüht, euch hier weiterzuhelfen. Wir haben aber nicht nur Diablo 3, sondern wir machen auch noch einen ganz kurzen Abstecher zu World of Warcraft. Ihr wisst ja, wir haben die Alpha gespielt, die ist jetzt momentan noch offline, sollte aber Anfang des Jahres, also relativ bald, eigentlich wieder zurückkommen. Und für die, die es noch nicht gesehen haben, wir haben die Previews der diversen Artefaktwaffen, welche es mit dem Patch geben wird, haben wir schon eine kleine Playlist gemacht. Ich zeige es euch mal kurz und hier den Link dazu. Schaut euch das an für eure Klasse zum Vorabblick. Um die Wartezeit auf das neue Addon ein bisschen zu verkürzen, zahlt sie auf jeden Fall aus, denn mit diesem Addon wird sich einiges für World of Warcraft und natürlich auch für alle World of Warcraft Spieler ändern. So, und somit sind wir auch schon am Ende dieser Vor-Fansites-Facts-Folge angekommen. Wie ihr seht, uns erwartet ein Spitzenjahr. Wir haben jede Menge zu farmen. Es gibt jede Menge neue Inhalte. Und wer das Ganze natürlich ein bisschen live verfolgen will, auf Twitch unter Jesse Rocks, wer es noch nicht gesehen hat, schaut dort mal vorbei. Da seht ihr mich im Livestream und könnt auch gerne mit mir zusammenspielen oder auch eure Fragen, welche euch quälen, einfach direkt an mich richten, ohne große Zeitverzögerung. Und ansonsten, wie gehabt, habt ihr natürlich gerne die Möglichkeit, das auch auf YouTube oder so zu machen. Also wenn irgendwas unklar ist, postet es am besten direkt bei dem dementsprechenden Klassenguide-Video einfach darunter mit einem Link und einer Frage und dann beantworte ich das Ganze so schnell wie nur möglich. Und bis dahin, Freunde, viel Glück, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.